Hallo meine Freunde des flatternden Segels und damit hallo und herzlich willkommen hier vor unserem kleinen Segelmast. Ja, warum stehe ich hier unten? Weil ich hier gerade dran rumgefummelt habe. Warum? Weil Philipp Drachenberger. Ja, hallo Philipp, ein ganz reger Kommentarverfasser, der sehr gerne die Videos auch kommentiert und da bin ich immer sehr dankbar für. Also an dieser Stelle auch einfach mal danke für deine zahlreichen Kommentare und Grüße gehen raus. Was hast du geschrieben? Du hast geschrieben, wir haben etwas vergessen, nämlich eine Notiz beim Radioturm. Jetzt ist das Ding folgendes. Ich dachte, das mache ich mal schnell offscreen und fahre mit euch dahin. Wir müssen in die Richtung fahren, um zum Radioturm... Warte mal, jetzt haben wir hier... Wieso haben wir denn jetzt hier drei Frequenzen? Was ist denn da jetzt Neues dazugekommen? Hä? Jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr weiter. Auf jeden Fall müssten wir dahin fahren. Problem, der Wind bläst dahin. Also im Prinzip fast in entgegengesetzte Richtung. Also na gut, nicht ganz, ne? Der Wind bläst nach hier und wir müssten nach da. Also fast komplett gegen den Wind und komplett gegen den Wind können wir mit unserer momentanen Antriebsart ja überhaupt nicht fahren. Das hat zur Konsequenz, dass, also ich habe jetzt keine Lust, irgendwie 10 Stunden, wir müssten, im Prinzip müssten wir kreuzen. Ja, wir müssten das so machen wie in Wirklichkeit auch, weil wir gegen den Wind nicht fahren können. Wir müssten nach da fahren und dann nach da fahren und so weiter und so fort, bis wir dann irgendwann da hinten ankämen und das dauert lange. Und deswegen ist jetzt die große Frage, wir haben nämlich dort in Minute, keine Ahnung, 17 oder so war's, eine Notiz vergessen. Und wenn ich wir sage, meine ich natürlich mich, denn ich habe vom Kippelkuchen erzählt und habe einfach komplett übersehen, dass da noch eine Notiz war. Die hätte ich natürlich gerne, weil die brauchen wir, um ja irgendwie diese Story hier auch zu verstehen. Deswegen ist jetzt die große Frage, was machen wir? Ich weiß, es gibt noch den Motorantrieb, so ein kleines Dampfrad irgendwie. Das können wir aber, hallo... Das können wir aber noch nicht bauen, weil wir es noch nicht erforscht haben und ich habe keine Ahnung, was uns dafür noch fehlt. Ich habe jetzt einfach mal entschieden, wir fahren jetzt trotzdem erstmal in diese Sakata-Stadt oder wie hieß die? Warte, ich guck mal kurz. Wo war denn das Buch? B wie Book? Ach, T. T wie... Wie... Weiß ich auch nicht was. Vasagatan heißt die Stadt. Wir haben zwei Frequenzen. Das ist die, die wir ansteuern. Jetzt ist... Oh Gott, ich dachte, das sah gerade hier aus, wo die Tonne ist, als wäre da eine Schlange gewesen. Bin ein bisschen geschädigt gerade. Schlangen geschädigt. Ah, wir sind auch schon wieder viel zu voll. Ja, es geht wieder super los. Ich habe gedacht, das wird mal eine vorbereitete Super-Duper-Folge. Wird's aber nicht. Freunde, das kann ich euch jetzt schon sagen. Mal kurz das Mikrofon ein bisschen machen. So. Ach, ist gar nicht fest. Sekunde, muss man dran rumschrauben hier. So. Wieder super vorbereitet hier. Richtiges Qualitäts-Gameplay, was man hier... oh, bekommt. Und da springt er über den Rand. Hau ab. Na gut, dann reparieren wir das nochmal kurz. Und dann, ach, jetzt haben wir das Holz gerade weggelegt. Ach, ist ja wieder so typisch. So, so, so. Ach komm, das essen wir jetzt einfach mal schnell. So, zack, dann ist es weg aus dem Inventar. Überhaupt nicht verschwenderisch. Ja, wir müssen hoch. Auf dem Turm und gucken, ob wir jetzt richtig fahren, weil das habe ich jetzt natürlich eben nicht überprüft. Wie können wir die Tür da auch wegmachen? Die bleibt ja eh die ganze Zeit auf und sieht irgendwie nur kacke aus. Wir haben kaum noch Batterie. Wir müssen nach da. Moment, das ist das Ziel, was wir eingestellt... Was haben wir denn eingestellt? 268. 268 ist das, wo wir hin müssen. Und was ist das dann da? Für ein Signal? Fahren wir dann da zuerst mal hin? Ich habe überhaupt keine Ahnung, warum das da plötzlich erscheint. Ist das auch ein Radio-Tower? Wieso haben wir denn jetzt drei Koordinaten? Ich verstehe es nicht. Unsere Batterie ist fast alle. Wir müssen jetzt im Prinzip fast... Nein, den hier wollte ich machen. Fast komplett... Hä? Ist es das schon? Ist die Insel da? Nee, ne? Wir müssen weiter nach da fahren. Wir könnten mal kurz die Insel... Ah, ich habe immer Angst, dass es Fallschaden gibt. Dabei gibt es auch gar keinen Fallschaden. Hallo? Warte mal. Ich bin schon wieder komplett überfordert hier. Von wegen hier mal entspannt und so, ne? So, das jetzt mal drehen hier. Hallo, R für sanftes Drehen. R für sanftes Drehen. So. Dass wir mal mehr in die Richtung kommen. Aber jetzt dürfen wir natürlich auch da nicht vorbeifahren. Oder sind wir? Ne, bei der Insel waren wir noch nicht, ne? Aber 600 Meter, das ist doch auch nicht die Insel, oder?
Ist das die Zielkoordinate? Wir können da noch mal ein bisschen mehr in die Richtung, dass wir dran vorbeischrabbeln. Ach, herrje. Ja, jedenfalls ist so jetzt nichts draus geworden aus meinem ursprünglichen Plan, dass ich nämlich mit euch ganz gerne oder für euch ganz gerne ein bisschen was vorarbeiten wollte hier. Da müssen wir uns halt zusammen hier mal durchschlagen, ne? Naja. Laufen wir nochmal hoch. Guck mal, die Tour hier. Die Tour hier, meine ich. Die ist nie zu. Wollen wir die wegreißen oder offen lassen? Weil die immer zuzumachen ist doch auch blöd, ne? Könnte man eigentlich auch. Ist ja realistisch, ne? Muss man ja zu Hause auch machen. Ist das die Insel, die hier irgendwas sendet? 500 Meter? Nee. Da ist ja noch eine jetzt. Was ist denn hier jetzt los auf einmal? Jetzt verstehe ich aber gar nichts mehr. Sind das Koordinaten, wo wir eigentlich dann erst... Also, hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe keine Lust jetzt hier zu looten. Ich möchte wissen, was da kommt. Kann ich von hier oben eigentlich auch? Kann ich genauso, ne? Muss gar nicht unten stehen. Ja, funktioniert auch. Unglaublich. Mal kurz gucken, nicht, dass wir hier irgendwas Legendäres verpassen auf der Insel. Sieht aber nicht so aus, ne? Klar, Metallschrott und so, alles wichtig, aber... Ach, wir kommen doch an so vielen Inseln noch vorbei. Ich will jetzt wissen, was da hinten kommt. Wir brauchen eine neue Batterie. Gibt es eigentlich den Batterie-Loader, den Batterie-Aufloader? Haben wir das Ding? Ach, wieso drücke ich denn jetzt immer T? Tab will ich doch drücken. Batterie. Batterie Loader haben wir nicht, ne? Kupferbarren, dann können wir eine neue Batterie bauen, okay. Ist halt dann die Frage, ob die dann hier leer ist oder einfach verschwunden ist. Verschwundibus. 400 Meter noch in die Richtung. Dauert ganz schön lang, ne? Tschüss, Insel. Du warst nicht interessant genug. Wobei, das sieht auch cool aus hier mit der Nase, ne? Ja, eigentlich wollte ich eine Geschichte erzählen. Nein, eine Geschichte nicht. Ich wollte ein Thema mit euch behandeln. Während der Rückfahrt dann quasi. Ich hatte mir überlegt, ich mache das dann im Schnell, nehme auf, mache das im Schnelldurchlauf, ne, zum Radioturm und die fehlende Notiz geholt. Und erzähle euch dann was. Aber jetzt sind wir ja hier und müssen ja live hier mal gucken, was jetzt überhaupt los ist. Und zwar wollte ich mal eure Meinung hören, beziehungsweise euch mal meine aufdringen zum Thema Abo gegen Abo. Also bestimmt der ein oder andere von euch hat auch einen YouTube-Kanal, wo er vielleicht selber schon mal was hochgeladen hat. In alter Vergangenheit, früher mal oder so. Also ich gucke ja ganz gerne, wenn jemand meinen Kanal abonniert, auch mal ganz gerne auf den... Ha! Da! Da kommt was Großes. Da kommt was Großes. Da gucke ich auch ganz gerne mal bei dem Kanal vorbei und schau mal, wer ist das so? Wen abonniert er noch, wenn man das sehen kann? Und hat er selber vielleicht schon mal ein Video hochgeladen? Und tatsächlich ist das dann auch häufiger mal der Fall. Das gucke ich mir dann auch ab und an mal an. Alter, was ist das denn? Was ist das denn? Und jetzt wird es natürlich Nacht. Was ist das denn? Was ist denn das? Wartet mal. Schnell. Schnell, schnell, schnell. Kurz schlafen. Das will ich bei Tag sehen. Fahren wir jetzt eigentlich weiter? Nee, ich glaube nicht, ne? Schnell hoch. Oh, jetzt haben wir Hunger. Ja, dann isst doch was. Mein Junge. Kleine Insel. G-G-G-Giga-Insel. Alter Vater, was ist denn das? Wenn wir mal einen Screenshot von machen, oder? Das sieht ja schon cool aus. Aber eigentlich hätte ich jetzt gern noch ein bisschen mehr Tag. Fahren wir denn noch oder stehen wir? Fährst du noch oder stehst du schon? Wir fahren. Oh, doch, wir fahren. Heidewitzka, was ist das denn? Was ist das denn, frage ich mich. Komm. Gib doch mal ein bisschen mehr Sicht, dass wir hier auch mal ein schönes Foto von schießen können. Ja, Abo gegen Abo. Es ist jetzt auch gar nicht so interessant. Es ist ja totaler Blödsinn. Aber ein verbreitetes Phänomen unter YouTubern, in Anführungszeichen, sage ich mal, ist es halt, jemandem vorzuschlagen, komm, ich abonniere deinen Kanal und du meinen. So.
Und meine Meinung dazu ist, das ist der größte Blödsinn, den ich jemals gehört habe. Was bringt einem das? Ne? Und ich bekomme halt auch jetzt immer häufiger diese Anfragen und ich glaube, diese Leute gucken gar nicht die Videos, deswegen kann ich mir das eigentlich sind die ja Adressat meiner Nachricht. Aber vielleicht interessiert es euch ja auch, kann ich ja mal ein bisschen plaudern, was mir da so widerfährt. Schreiben die Leute ein Abo gegen Abo. Schlagen sie mir vor. Teilweise, wenn man dann irgendwie sagt, ach nö, danke, kommt dann auch, ja, dann mach doch und dann fügen sie eine sexuelle Handlung ein, die ich jetzt hier nicht weiter ausführen will, wenn dir das nicht passt. So. Ich mir so denke, Leute, was ist denn hier los? Ach so, ich habe ja meinen HUD ausgestellt, dann kann ich ja auch nichts sehen, kein Wunder. Also hier wird definitiv ein Tier drauf leben, das sage ich euch gleich, Freunde. Definitiv. So. Ne? Ja, wir haben schon wieder Hunger. Ich flippe aus. Komm, geh doch mal dahin jetzt. Ich will mal anlegen an Land. Kommen die Tiere hier drauf? Sollten wir ein bisschen Abstand erstmal? Komm, wir machen mal ein bisschen Abstand. Aber hier werden wir so viel Loot finden, ne? Holz. Guckt euch das mal an. Boah, da freue ich mich schon drauf. Ja, da wird das ja doch ganz spannend, die Folge. Die Folge. Wer hätte das gedacht? Haben wir ein bisschen Holz jetzt hier mal hier für unseren Ofen? Wieso haben wir immer noch nicht den besseren Ofen gebaut? Ey, Bolle, jetzt erzähl doch mal deine Geschichte zu Ende, Mensch. Du fängst immer alles an und hörst überhaupt nicht auf und machst überhaupt immer das, was du eigentlich gar nicht machen willst. Und jetzt überhaupt, ich wollte das ja mal sagen, das geht mir total gegen den Senkel. Mensch, kannst du denn nicht mal? Und wieso und weshalb und warum? Ja, ich weiß doch, ich weiß doch. Aber es ist halt so, wenn dann so eine fette Insel kommt, dann kann man halt auch nicht mehr sich konzentrieren. Ja, Abo gegen Abo. Ich sag euch kurz, warum ich es total sinnlos finde. Weil, wenn mir jemand ein Abo gibt, was bringt mir das? Ein Plus 1 bei meinem Abo-Counter. Okay, was bringt mir das? Erstmal gar nichts. Aber was bringt es mir nicht? Das kann ich euch gleich sagen. Okay, das ist nicht dieses Sagataga. Das ist was anderes hier. Das ist nicht das, wo wir eigentlich hinwollen. Aber was bringt es mir denn auch, was es mir eigentlich gar nicht bringen soll? Es bringt mir ein schlechtes Verhältnis. Und was für ein Verhältnis? Ja, das Verhältnis zwischen der Zahl meiner Abonnenten und der Zahl der Abonnenten, die auch aktiv meine neuen Videos gucken. Weil wenn ich nämlich viel mehr Abonnenten habe als aktive Zuschauer, dann ist das etwas, was der Algorithmus, der ach so mächtige Algorithmus von YouTube natürlich merkt. Und der schlägt dann auch weniger Abonnenten meine Videos dann nochmal vor oder was auch immer. Weil er ja weiß, so pralle ist der Content ja gar nicht, der hier geliefert wird. Selbst die Abonnenten des Kanals gucken das ja gar nicht richtig. Versteht er, wie ich meine? Und deswegen, falls ihr junger, aufstrebender YouTuber seid, ne? Lasst das sein. Das bringt euch doch nichts. Das bringt euch doch nichts. Was bringt euch das? Wollt ihr Abonnenten haben, die dann gar nicht eure Videos schauen? Ne? Also, ich nicht. Mir ist die Zahl der Abos sowieso egal. Klar schiele ich da auch mal drauf mit dem Auge und ich freue mich auch. Aktuell eine neue Schnapszahl geknackt. Und zwar die Triple Five, ja. 555 Abonnenten, mega cool. Ich feiere das auch, sowas. Finde das auch interessant und ich verfolge auch mal, wann kommen mal ein paar mehr dazu, wann nicht. Hat es was mit einem neuen Video zu tun? Welche Videos werden angenommen, welche nicht? Aber im Großen und Ganzen, ey Leute, ist halt die Frage, wozu macht ihr das? Um irgendwie fett Cash zu bekommen? Dann lasst euch mal gesagt sein, dafür braucht ihr nicht irgendwie die 10, 20 Abos, die ihr vielleicht mehr bekommt, indem ihr Abo gegen Abo macht, sondern braucht ihr einfach 10.000, 20.000, 30.000 Abonnenten. Und dann geht es überhaupt erst los, dass man mal einen Euro verdient, sage ich jetzt mal so. Gerade im Gaming-Bereich brauchst du, glaube ich, schon ein bisschen mehr. Und wenn du richtig fett Geld machen willst, guck dir auch die YouTuber an, die fett Geld machen. Was haben die für eine Abonnentenzahl? Die haben sie bestimmt nicht durch Abo gegen Abo bekommen. Also schminkt euch diesen Traum mal ganz schnell ab. Das ist natürlich irgendwie möglich und jeder, der das will, der kann das wahrscheinlich auch bekommen und dem wünsche ich ganz viel Erfolg dabei, aber ey, an erster Stelle sollte doch der Spaß stehen hier, oder? Oder? Also ganz ehrlich, wenn das jetzt hier mein Einkommen wäre und ich darauf angewiesen wäre, dann würde das ja auch mich in Zugzwang bringen. Das würde mich ja total unter Druck setzen und stressen, weil ich dann ja Angst hätte, dass irgendwie die Zuschauer zurückgehen würden und ich dann weniger verdienen würde und meine Miete nicht mehr zahlen würde und. Klar, dieser Lifestyle ist schon irgendwie etwas, wo man drauf schielen kann, wo man so denkt, ja, ist ja schon irgendwie eine ganz coole Sache.
Aber Hut ab vor den Leuten, weil das, ganz ehrlich, das ist mit Sicherheit auch eine Menge Stress. Ist nicht nur so hier ein bisschen Videos produzieren und so. Ja. Also, ne? Spaß an der Sache haben. Das machen, worauf ihr Bock habt. So wie ich hier. Auch das mache, worauf ich Bock habe. Manchmal auch nicht. Manchmal muss ich hier Sachen wieder abreißen. Da habe ich da nicht so Bock zu. Aber im Großen und Ganzen habe ich hier mich entschieden, diesen Gaming-Kanal zu machen, weil ich einfach Bock drauf habe. Fertig, aus. Und das sollte an erster Stelle stehen. Und da ist die Zahl der Abonnenten doch sowas von egal. Also wirklich sowas von egal. Deswegen lass dieses Abo gegen Abo. Sondern versucht vielleicht eher Kooperationen zu finden, mit jemandem zu finden, mit dem ihr vielleicht mal zusammen ein Video aufnehmen könnt. Dann könnt ihr irgendwie eure Kanäle ein bisschen verknüpfen. Da profitieren beide von und es macht ja auch mehr Spaß als immer nur alleine. So habe ich ja auch mit einigen Leuten schon verschiedene Projekte zusammen gemacht. Und machen sie auch gerade noch aktiv zusammen. Hey, was pickt er denn? Achso, der pickt hier. Die fressen sogar die Blumen? Was für Mistviecher. Gut, aber jetzt haben wir genug gequasselt, oder? Ich weiß nicht, ob das jetzt so interessant ist. Wahrscheinlich nicht. Was lag mir auf dem Herzen? Einfach mal zu sagen. Nee, es ist nicht etwas, was mich jetzt nervt oder so. So darf man es jetzt auch nicht verstehen, aber etwas, was mich beschäftigt. Eine Frage, wo ich mir so denke, was hat man davon? Ist das so eine Art Selbstbestätigung, Status? Jo, ich habe irgendwie 20 Abos mehr bekommen. Ist das was man unbedingt braucht? Definiert man sich über die Zahl der Abonnenten? Wenn man YouTube macht. Ich glaube, im übertragenen Sinn, was heißt im übertragenen, also man kann es, glaube ich, auch übertragen auf andere Sachen. Es geht jetzt ja nicht nur um YouTube, es geht ja dann auch um Instagram, um TikTok oder was auch immer. Das ist ja, glaube ich, auch so ein Phänomen der heutigen Zeit. Ne? Man möchte beliebt sein. Also das ist nicht ein Phänomen der heutigen Zeit. Dass Menschen nach Anerkennung trachten und sich Beliebtheit wünschen, das ist, glaube ich, schon bisschen älter als das Phänomen YouTube und Social Media im Allgemeinen. Aber ja, bekommt man die Befriedigung dieses Bedürfnisses dadurch, dass man sagt, komm, ich habe jetzt mal ein paar Abonnenten mehr? Weiß ich nicht, ob einen das verändert. Im Prinzip verändert einen alles, was man so macht. Selbst mich hat es ein Stück weit verändert, dass ich irgendwie so Let's Play Videos mache. Nicht, weil ich irgendwie eine gewisse Anzahl an Abonnenten bekommen habe, sondern weil es einfach ein Hobby geworden ist von mir und es einfach auch ein bisschen meinen Alltag mitbestimmt natürlich. Mir einfach Spaß macht, es eine Veränderung im positiven Sinne. Freunde, wir wollen nicht quatschen, wir wollen da drauf, oder? Seid mal ehrlich. Ihr denkt euch doch, Bolle, jetzt, komm. Komm, mach mal halblang jetzt. Will doch keine Sau wissen. Macht doch jetzt mal hier, ne? Lauf doch mal darüber. Ja. Will alles vorbereitet sein hier. Außerdem brauche ich ja die Klickzahl. Ich definiere mich ja über die Klickzahlen, die ich bekomme und die Watchtime. Und wenn ich das in die Länge ziehe und dann ein neues Video starte, seid ihr alle gezwungen, das neue Video zu gucken. Um dann... Hey, wo ist er? Oh. Na, das war zu spät. Um dann zu wissen, was hier auf der Insel euch erwartet. Also ich bin genauso gespannt wie ihr. Könnt ihr mal ganz stark von ausgehen. Die große Frage aller Fragen ist jetzt nur, was nehmen wir mit, was lassen wir hier? Ich habe ein bisschen Angst. Wir müssen noch dieses Netz bauen, ne? Haben wir das Netz schon? Netz. Netz, wo ist denn eigentlich der Werfer? Der Werfer. Da, das Ding. Haben wir den Netzwerfer eigentlich schon mal hier reingepackt? Wahrscheinlich müssen wir den hier noch reinpacken, ne? Ah, ne, können wir nicht erforschen. Warte mal, Netzwerfer. Hier, Netzwerfer. Mhm, und wo kriegen wir dieses Netz her? Sammelnetz? Das ist das nicht, ne? Das hier? Wollen wir das einfach mal bauen? Das sieht so aus wie ein ganz normales Fischernetz hier. Nichts, was man wirft. Hm. Komm, wir gucken nochmal hier durch. Nicht, dass wir es übersehen haben. Warte mal, Netzkanister. Aha. Explosives Pulver. Ach komm, sind wir weit von entfernt. Jetzt wäre nur die Frage der Frage. Respawnt hier Dingenskirchens? Respawnen die Sachen?
Oh, wir können den Bogen wieder nehmen. Das finde ich fein. Munition brauchen wir auch. Den Helm. Keine Ahnung, ob uns der schützt oder nicht. So. Sieht das so gut aus? Kann man so los? Holz mal weg. Das brauchen wir nicht. Metallschrott hätte ich eigentlich auch gern weglegen. Haben wir nicht noch eine leere Kiste irgendwo hier? Na, wir machen es hier mal hin. Hasse ich mich doch eh für. Aber hier haben wir auch was, was hier eigentlich nicht hingehört. Beziehungsweise eigentlich gehört es ja doch hier hin. Brauchen wir auch wieder Neues, ne? So, das da drauf, das da drauf. Das nochmal hier hin. Kunststoff können wir nochmal wegbringen. Bringen wir auch weg den Kunststoff. Plastik, so ein bisschen Platz haben wir sogar noch. Und dann das wieder hier rein. Sieht auch gut aus soweit. Wasser ist voll. Das Ding können wir mal hier reinpacken. Steaks nehmen wir mal mit. Dann haben wir ein bisschen was zu essen, wobei wir da oben mit Sicherheit was finden, dadurch, dass wir Bäume fällen werden. Ne? Aber ich tue es ja nur mal Sorgen, ne? Nur mal Sorgen tun. Ja, Holz habe ich jetzt nicht im Inventar, habe ich jetzt auch keinen Bock. Jetzt ehrlich, habe ich keinen Bock drauf. So, ne? Dann trinken wir hier nochmal was. Dass wir das Wasser schön mitnehmen können. Speichern nicht vergessen. Und dann hoffen wir, dass das Wetter ein bisschen besser wird, weil ich habe ja keine Lust hier bei schlechtem Wetter auf Expedition zu gehen. Krass, wie das aussieht, ne? Sollen wir mal speichern? Welt speichern. Fraglich immer, was das bringt, ne? Ey, jetzt sehe ich, sind ja wirklich schon 22 Minuten rum. Freunde, was machen wir? Wir fahren mal dran. Wir fahren mal dran. Dran fahren wir mal. Ja, da fahren wir mal dran. Dam-di-dam, da-dam-da-dam. So. Wäre jetzt echt noch die Frage, die ich mir jetzt schon gestellt hatte, oder euch auch schon gestellt habe, einfach auf die Insel jetzt gehen? Oder, zu sagen, nö. Wir folgen chronologisch irgendwie der Story, ne? Aber auf der anderen Seite, niemand kann mir erzählen, also wirklich niemand kann mir erzählen, dass er hier an dieser Stelle jetzt zufällig vorbeischippert. So zufällig war es ja nicht, wir haben ja das Signal geortet. Hier zufällig vorbeischippert. Und dann sagt, oh nö, das ist ja gar nicht das Ziel meiner Reise. Und dann einfach wieder wegdüst. Ne. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich, wir gehen hier drauf. Aber sowas von. Aber nichtsdestotrotz warte ich jetzt, bis das Wetter vorbei ist. Und wir machen das in der nächsten Folge. Weil es hilft ja auch nichts, jetzt das auf Teufel komm raus irgendwie jetzt zu erzwingen. Wie schießt man nochmal? Ach so. Gut. Auf Teufel komm raus zu erzwingen. Wir machen das gleich, ne? Dann freue ich mich auf euch. Bis zur nächsten Folge. Euer Bolle. Ciao, ciao.